Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir hatten gestern einen kleinen Stromausfall, sage ich einfach mal. Deswegen kam gestern keine EP-Reaction online, aber wir sind natürlich heute wieder am Start. Ich freue mich sehr drauf auf Empty the Clip. Und um es wieder gut zu machen, werden wir heute auch einfach zwei Videos hochladen. Cool für euch. Cool, danke Jungs, danke schön. Ich freue mich sehr drauf, wir hören rein bei Empty the Clip. Das ist der Track, den wir ja schon ähnlich wie Rottweiler zur Hälfte gehört haben in dem Musikvideo, was der Part war, wo er mit seinen Freunden irgendwie vom Späti gechillt hat und der so einen sehr, keine Ahnung, schönen draußen Unternehmen-Vibe hatte, sage ich mal, jetzt einfach. Und ja, Mann, ey, ich freue mich drauf, wir hören rein. Ja, let's go. Ich lieb's, wie er so einfach diesen easy Change macht zu der Musikalität hier. Also wo es einfach noch melodischer so ein bisschen wird. Dieser Change ist so geil. Ey, auch geil, wie er so diese verschiedenen Probleme irgendwie, diese verschiedenen Süchte anspricht und das eben so bezieht. Warum spielen wir russisch Roulette mit allen Bullets in der Gun quasi? Warum machen wir Sachen, wo wir wissen, dass die nicht gut für uns sind? Also, warum kaufen wir Stuff online, wenn man vielleicht in so eine Sucht gefallen ist? Oder warum, keine Ahnung, wie er eben gesagt hat, machst du die nächste Wodkaflasche auf, obwohl du weißt, dass das nicht gut für dich ist? Und eben so dieses Verständnis suchen von wegen, hey, warum machen wir das eigentlich? Finde ich ganz smart gelöst mit russisch Roulette mit allen Bullets. Sag mir, warum tun wir uns das an? Russisch Roulette mit allen Bullets in der Gun. Empty the clip, bada boom, bada bam. Wir sind screwed, wir sind stunned, wir sind doomed, wir sind... Das finde ich auch geil. Wir sind screwed, wir sind stunned, wir sind doomed, wir sind numb. Ist super simpel irgendwie, aber ist halt super, super tuttle einfach für mich so. Vielleicht hörst du nicht auf, von uns anzuschauen. Das ist das Einzige, was Cap ist. Vielleicht hängst du jede Woche vorm TV. Keiner von uns guckt mehr Fernsehen. Aber ich weiß, dass es eben auch auf Bildschirm und so bezogen ist, aber keiner von uns guckt mehr Fernsehen. Oder guckt ihr noch Fernsehen? Ich würde sagen, ihr seid tendenziell, ja, wobei ihr seid auch, glaube ich, in meinem Alter viel. Ich glaube, ihr seid viele so auch in meinem Alter, aber vielleicht tendenziell manche noch ein bisschen jünger, manche auch ein bisschen älter. Aber nach der Schule früher bei mir, als ich zur Schule gegangen bin, Primetime war immer so 2014, 2015, da war ich eben auch 14, 15 Jahre alt. Halt immer nach der Schule habe ich Schloss Einstein gerne geguckt, Fluch des Falken, so ein Ding. Wobei, es war vielleicht noch ein bisschen früher sogar, es war eher so 2012, 2013. Da habe ich dann natürlich auch Classic Pukito, falls das noch jemand kennt. Pukito war früher, glaube ich, ein eigener Sender sogar, oder es war auf RTL 2 halt dieses Anime-Programm. Das hat man halt immer geguckt, ne? Also Pokémon, Digimon, Detective Conan, das habe ich immer gesuchtet halt. Das war halt Fernsehen so. Aber jetzt, man guckt halt kein Fernsehen, man guckt nur noch so YouTube hauptsächlich, I guess. Und dann vielleicht so ein bisschen Netflix. Aber das ist, Netflix ist schon fast zu anstrengend zu gucken für mich, sage ich ehrlich. Ich bin so verweichlicht, meine Aufmerksamkeitsspanne ist so im Minusbereich. Ich habe echt einfach YouTube nebenbei laufen. Aber weil es auch mehr ist, das, was mich interessiert, glaube ich. Oh, okay, das ist eine starke Zeile. Sorry fürs so oft pausieren. Ich muss aber so viel loben. Bestaunst die Welt da draußen und gehst trotzdem selbst nicht raus. Knüpft an die, vielleicht hängst du jede Woche vorm TV und bestaunst die Welt halt und siehst halt alles, was passiert und guckst dir andere Menschen an, die draußen sind und so und bestaunst das, aber gehst selbst nicht raus. Geht mehr spazieren. Das ist meine Empfehlung für diese Woche. Geht spazieren. Geht wirklich einfach mal spazieren. Geht in irgendeinen Park, geht da lang, macht euch Kopfhörer rein, Podcast, wie auch immer, oder auch gar nichts. Geht da lang und holt euch dann auf dem Rückweg beim Bäcker irgendwie was oder einen Kakao oder keine Ahnung, was Schönes, was euch glücklich macht, was auch immer es ist. Und appreciatet das mal kurz. Das macht man viel zu selten.
Glas in der Lunge, Time vom Wein, ne ganze Pulle. Ey, I'm really sorry, Mama, ich war kein so braver Junge. Doch ich schwör, ich geb mein Bestes, gewöhn mich nicht an gestern. Atme ein, atme aus, find ne Lösung statt zu meckern. Boah. Ich finde ganz kurz auch die Zeile, gewöhn mich nicht an gestern, finde ich so gut. Also er gewöhnt sich nicht an gestern, an die schlechten Tage, die kacke waren. Er will sich daran nicht gewöhnen. Er will jetzt was ändern, jetzt was anders machen, so. Und natürlich auch die Zeile an seine Mom hittet nochmal, finde ich sehr. Geiler Flow. Gesagt hat man, setz dich, sei humble. Manchmal denke ich, dass hier alle NPCs sind. Aber jeder von den Shootern hier hat selbst Probleme. Boah, ey, also wirklich, diese EP könnte nicht persönlicher sein und so viele Struggle, die er anspricht, so viele Gedankengänge, die er teilt und ich finde auch so viel Motivation, die er uns Zuhörern irgendwie damit gibt oder vorlebt, auch wie er sagt, ey, ich nehme die Gang und shoote auf all meine Struggle so, ist so eine schöne Verbildlichung, finde ich, Sachen anzugehen, Probleme anzugehen. Und jetzt eben so dieses, manchmal denke ich, dass hier alle NPCs sind, aber jeder von den Shootern hier hat selbst Probleme, also erstmal jeder von den Shootern knüpft, finde ich, an die Zeile, dass wir auch auf unsere Probleme shooten. Aber dass man, das habe ich oft in so Großstädten, wenn ich irgendwo auf dem Bus oder Bahn warte, dann denke ich so, meistens Hauptbahnhof, irgendwo ICE warte ich. Und dann denke ich mir so, jeder dieser Menschen gerade hier ist gerade auch auf dem Weg irgendwo hin. Und vielleicht bin ich gerade gestresst, weil ich zu spät zu einem Termin oder Call oder so komme, aber die sind auch alle vielleicht gerade gestresst und haben auch vielleicht noch andere Probleme, schlimmere Probleme und ich stress mich, weil ich zu spät zu irgendeinem Termin vielleicht kurz komme. Oder dass mein Zug ausgefallen ist, wie auch immer. Und die sind vielleicht gerade auf dem Weg zu einer Beerdigung oder haben ganz andere schlimme Struggle. Und da denke ich mir so, es ist so krass, dass jeder dieser Menschen so seine eigenen Struggle hat, eigenen Gewohnheiten hat, sein eigenes Leben führt. Und für mich ist das nur ein alter Mann, der gerade in den ICE einsteigt, den ich wahrscheinlich nie wiedersehen werde. Und das finde ich manchmal so verrückt. Und dein echtes Leben, das sind keine fremden Wesen. Schau mal in die Augen, Brother, irgendwas beschäftigt. Genau so, genau so. Saufen, etwas kaufen, rauchen oder Sex. Ob Passion ohne Pause oder haufenweise Stacks. Am Ende gibt es tausendes mit Taubheit als Effekt. Wir sind Screw, wir sind Stan, wir sind Doom, wir sind Nerd. Wow. Ich bin ein Max, doch zumindest in der Booth bin ich der Chef. Ey, ich bin nicht gut mit Worten, wenn der Beat nicht läuft. Ich wünsche in meinem Daily Life wäre ich wie Beastie Boy. Wow. Ich find's auch so schön, dass er sich Beastie Boy created hat als jemand, wo er hochgucken kann, wo er sich Motivation und Motivation, Inspiration vielleicht rausholen kann. Das ist so eine starke Zeile, finde ich. Ich wünschte, in meinem Daily Life wäre ich so wie Beastie Boy. So, ich wünschte, ich wäre immer so wie Beastie Boy. Was uns halt eben auch nochmal klar macht, okay, er ist nicht der krankeste Motherfucker, der alles immer hinbekommt, was wir aber auch wissen durch seine Texte. Keine Ahnung, finde ich eine sehr schöne, eine sehr, sehr schöne Zeile so. Irgendwie, I don't know. Super starker Track. Also ich finde wirklich, ist es super schwer, die Songs zu raten, weil das ist schon wieder jetzt, würde ich sagen, auf jeden Fall jetzt in diesem Moment der beste Song, irgendwie, den ich am meisten fühle, weil er halt inhaltlich so stark ist, finde ich. So super stark ist. Und ich finde halt hier die Melodie so geil. Die Melodie ist geistkrank geil, finde ich jetzt hier. Stark. Super, super, super starker Track. Super starker Track, Mann. Ich sehe es gerade nicht auf, aber es ist schon viel zu lang. Es tut mir leid. Ich habe aber so viel sagen müssen irgendwie zu den Zeilen, die mich irgendwie gehittet haben oder die ich einfach erwähnenswert fand. Ich find's verrückt, wie T es schafft, seine Gedankengänge oder seine Ansichten oder was in seinem Kopf los ist, so verständlich für uns wiederzugeben. Das finde ich zum Beispiel super schwierig manchmal. Dass es seinen eigenen Kopf plausibel für andere Leute verständlich wiederzugeben, ist gar nicht so einfach, wie man denkt, weil jeder von uns sehr verstrickt und sehr anders denkt. Und ich finde, T bekommt das immer sehr gut hin, Sachen vor allen Dingen auch noch in kurzer Zeile, also in kurzen Zeitabschnitt, mit wenigen Worten,
die sich dann auch noch irgendwie reimen und Sinn ergeben müssen, schafft er es sehr, sehr gut hin, uns einen Einblick in seine Ansichten, in sein Weltbild irgendwie zu geben. Und da habe ich immer sehr großen Respekt vor bei ihm. Empty the Clip auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal so tiefgründig vielleicht auch wird, nach dem, was ich gehört habe im Musikvideo. Freue ich mich drauf, dass wir diesen Song nochmal in dieser Ausführlichkeit jetzt hier uns geben konnten. Ich freue mich darauf. Wir haben noch zwei Songs left von der EP. Ein weiterer kommt heute und der letzte kommt dann morgen. Sorry gestern für den Ausfall. Wie gesagt, Stromausfall, Freunde. Ja. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Bleibt alle so fresh und gut aussehen wie immer. Wir sehen uns auf jeden Fall nachher noch mit der nächsten Reaction und ciao.